Ungarn bietet im Kontext des Auswanderns viele Vorteile. Abgesehen von den Vorteilen wie den tiefen Lebenshaltungskosten, die geografische Nähe zum Dachraum und der günstigen Lage in Zentraleuropa, bietet Ungarn eine reiche Kultur, die sich in Kunst, Architektur, Musik und Küche widerspiegelt. Nicht nur die Millionenstadt Budapest hat viel zu bieten, die oft auch als Paris des Ostens bezeichnet wird, sondern auch die Landschaft gilt es zu beachten, mit sanften Hügeln, malerischen Landschaften und berühmten Thermalbädern, die nur darauf warten, dich zum Entspannen und Erholen begrüßen zu dürfen. In den letzten Jahren hat sich Ungarn auch zu einem Zentrum für Startups entwickelt, unter anderem dank der tiefen Besteuerung. Doch jede Medaille hat zwei Seiten und weil ich über die Vorteile Ungarns auf meinem Kanal schon genug berichtet habe, werfen wir in diesem Video mal einen Blick auf die Nachteile einer Auswanderung in dieses zentraleuropäische Land. Das monatliche Medianeinkommen in Ungarn beläuft sich auf etwa 1600 Euro pro Monat, was etwa gleich hoch ist wie jenes von Griechenland, Rumänien und Bulgarien und tiefer als das Medianeinkommen in Polen, der Slowakei oder Tschechien. Falls du dich für eine Auswanderung nach Ungarn interessierst und du nicht in einer stark nachgefragten Branche arbeitest, dann lohnt es sich, entweder mit genügend Ersparnissen nach Ungarn auszuwandern oder über ein regelmäßiges Einkommen aus dem Ausland, beispielsweise eine Rente oder Mieteinnahmen, zu verfügen. Die Sprache ist ein weiterer Punkt, den du im Falle einer Auswanderung berücksichtigen solltest. Ungarisch wird als einer der schwersten Sprachen angesehen, da sie als finno-ugrische Sprache in Zentraleuropa einzigartig ist und am ehesten mit der finnischen Sprache verwandt ist. Natürlich wirst du in den großen Städten Ungarns auch mit Englisch über die Runden kommen, doch vor allem wenn du planst, dich außerhalb von Budapest niederzulassen, dann wird das Erlernen der ungarischen Sprache essentiell, um sozialen Anschluss zu finden. Und nicht nur das, sondern es ist auch ein Zeichen deiner Bereitschaft, dich in dem neuen Umfeld zu integrieren. Beginne also lieber heute als morgen mit dem Erlernen der ungarischen Sprache, falls du dich für eine Auswanderung interessierst. Ein wissenswerter Fakt zu Ungarn ist, dass es innerhalb Europas die höchste Mehrwertsteuer aufweist. Der Standard-Mehrwertsteuersatz beläuft sich auf saftige 27%. Was für so manch sozialistische Parteien wie ein wunderschöner Traum klingt, bedeutet in der Praxis, dass fast ein Drittel des Kaufpreises eines Produktes als Steuern an den Staat abfällt. Natürlich gibt es auch reduzierte Mehrwertsteuersätze wie 18% für Internet- und Restaurantbesuche oder 5% für medizinische Produkte und einige Lebensmittel, aber dennoch finde ich einen Standard-Mehrwertsteuersatz von 27% einfach nur noch unerhört. Auf der anderen Seite hat Ungarn vor 5 Jahren die Unternehmenssteuern auf 9% gesetzt, der tiefste Unternehmenssteuersatz innerhalb der EU, und erhebt auch keine Steuern auf Dividenden. Ein weiterer Punkt, den es zu beachten gilt, ist die Korruption. Laut mehreren Studien gilt Ungarn als einer der korruptesten Länder innerhalb der EU. Auch der Korruptionswahrnehmungsindex liefert kein besseres Bild, denn dort liegt Ungarn auf Platz 73 der Länder mit tiefster Korruption. Selbst Südafrika und Kuba scheinen eine tiefere Korruption zu haben als Ungarn. Zwar ist die Korruption in Ungarn tiefer als in Bulgarien, Weißrussland, der Ukraine und Russland, aber dennoch ist es sehr schade, dass Ungarn dieses Problem nicht in den Griff bekommt. Denn eine hohe Korruption ist wie Gift für die Entwicklung des Landes. Und das hat Ungarn nicht verdient. Einen weiteren Punkt, den es zu beachten gilt, ist die politische Polarisierung innerhalb des Landes. Ungarn wird mehr und mehr gespalten zwischen Regierungsbefürwortern und Opposition. Man wird versucht, in einer der zwei Schubladen gesteckt zu werden, also entweder pro oder contra der Regierung. Stattdessen sollte ein gesunder politischer Wettbewerb farbenfroh sein und nicht nur pro und contra Establishment. Dieser Nachteil darf wirklich nicht unterschätzt werden, denn eine solche Situation kann schnell eskalieren und schwere Auswirkungen auf die Rechte der Bürger haben. In Russland beispielsweise konnte man sehen, wie die Rechte der Bürger innerhalb der letzten Jahre massiv abgebaut wurden. Das ist zwar ein anderes Thema und leider haben wir davon nicht wirklich viel mitbekommen, aber dennoch solltest du im Falle einer Auswanderung die politische Komponente nicht zu naiv sehen oder ausblenden. Ein weiterer Nachteil, auf den ich bei meiner Recherche stieß, ist das höhere Maß an Pessimismus. Auswanderer berichten, dass sie selbst über verschiedene Altersgruppen hinweg ein hohes Maß an Pessimismus beobachten. Natürlich ist das von Person zu Person unterschiedlich und sowieso eine sehr subjektive Sache, aber dennoch lohnt es sich, darüber Bescheid zu wissen. Ein weiterer Nachteil, den man auch wieder so oder so sehen kann, ist das Klima. Ungarn verfügt über ein kontinentales Klima mit glühend heißen Sommern und bitterkalten Wintern. Das ist etwas übertrieben, aber alle 4 Jahreszeiten kann man in Ungarn in ihrem vollen Spektrum genießen. Ich persönlich sehe das als Vorteil, doch für so manch einen Sommerliebhaber sind die kalten Winter Ungarns vermutlich nicht das Beste. Wie so in ziemlich jedem meiner Videos in der Nachteile-Serie, gilt es auch hier den Punkt Bürokratie zu beachten.
Vor Ineffizienz und langsamem Tempo innerhalb der Bürokratie bleibt auch Ungarn nicht verschont, wobei dies fairerweise in den allermeisten anderen Ländern nicht viel anders aussieht.